es dann doch irgendwie so ausgeht, wie viele sich das eigentlich nicht gewünscht hätten. Aber ich glaube, man muss diese negative, also das klingt jetzt vielleicht sehr hart. Ich glaube, wenn Menschen diese negative Erfahrung gemacht haben, dann wissen sie auch, dass im schlimmsten Fall tatsächlich sowas passieren kann und werden ein bisschen mehr für dieses Thema sensibilisiert. Also, dass sie dann vielleicht Bürgerentscheide ernster nehmen und sich auch tatsächlich irgendwie mehr um die Auswirkungen scheren und vielleicht nicht ganz so sehr auf Populismus reagieren. Also, ich weiß nicht, ich finde, es ist eigentlich ganz cool, das so im Kleinen zu üben. Zur Landtagswahl hier in Bayern gab es auch in Regensburg einen Bürgerentscheid. Da ging es um die Nutzung von, es ging so ein bisschen darum, es ging um eine Fläche in der Innenstadt und es ging darum, was damit passieren soll. Und da gab es auch einen Bürgerentscheid dazu, parallel zur Landtagswahl. Und ich finde es auch irgendwie cool, das an so kleinen kommunalen Themen zu üben, um das dann in großer Ebene anwenden zu Meinst du, es können. kann auf großer Ebene sinnvoll funktionieren? Oder besteht da nicht auch die Gefahr, dass dann irgendwie Meinungsmache, dass dann eine große Meinungsmache im Vorfeld gibt? Je nachdem, wie wichtig die Naja, in der Entscheidung ist. Schweiz funktioniert es ja auch. Und ich glaube, wir sind gerade, also gerade durch diese große politische Bewegung, die wir haben, glaube ich, dass sehr, sehr viele Menschen sich auch dafür interessieren würden und sich auch genauer für die Fakten interessieren würden. Ich weiß nicht, gerade so die jungen Menschen sind da ja gerade insgesamt sehr motiviert, politisch zu sein. Glaube ich, dass Bürgerbegehren tatsächlich sehr sinnvoll wären. Okay. Okay. Noch eine Frage. Haha. Ein Thema, mit dem ich schon mit dem Herrn Sebastian Meyer gesprochen habe. Den kennst du bestimmt, weil es ist ein Politiker und ihr kennt euch ja alle. Nein, natürlich nicht. Ist ein Kommunalpolitiker hier aus dem Kaff, wo ich komme, von der SPD. Und die hatten, also hier in dieser tollen Stadt gab es letztens so einen Infotag, wo halt ein paar Parteien da waren. Und da war ich halt dort und habe mich mal ein bisschen informiert. Piraten waren leider nicht dabei. Sehr schade. Aber da habe ich mit ihm über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Und er war da ziemlich dagegen, mit der Hauptbegründung, dass das praktisch der. Eigentlich kann ich auch sagen, aus welcher Stadt ich komme, weil wenn jetzt jemand Sebastian Meyer SPD googelt, weiß er eh. Also von daher Maintal, egal. Also die Hauptbegründung war, warum er dagegen ist, es wäre die Aufgabe des Sozialstaates praktisch. Wenn man eben das bedingungslose Grundeinkommen als Ersatz für irgendwelche Sozialleistungen nehmen würde. Kannst du das nachvollziehen? Und bist du selbst ein Ein Befürworter oder kleines eher bisschen. weniger? Also ich weiß nicht, ich kann die Sorge irgendwo nachvollziehen. Es gab ja auch schon so ein paar Grundeinkommensvorschläge, bei denen es dann darum ging, den Leuten gerade so viel zu geben, dass sie nicht davon leben können, aber immerhin etwas haben. Und dann quasi Arbeit brauchen. Und ja, ich habe in einigen Kreisen das schon als neoliberales Grundeinkommen gehört. Mit dem Begriff kann man sehr vorsichtig sein, in dem Sinne. Aber ich sehe irgendwo das Problem. Ja. Ich glaube aber, wenn man so ein Grundeinkommen hoch genug ansetzt, wie Piraten fordern, so um die Dreh 1000 Euro, und dieses Grundeinkommen ist dann tatsächlich höher als das, was aktuell unter Hartz IV fällt. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das so eine Aufgabe des Sozialstaats wäre. Okay, 1000 Euro. Jetzt, okay, also finanziert werden soll das Ganze ja dann, soweit ich das mitbekommen habe, dadurch, dass halt die anderen Sozialausgaben praktisch gestrichen werden. Also Hartz IV und sowas würde dann wegfallen. Beziehungsweise über Steuern.
Ja, man muss sich halt auch mal überlegen, wie viel Ressourcen an diese Bürokratie gebunden sind. Also das ist ein höchst bürokratischer Prozess. Ja. Dieses Hartz IV und Arbeitslosengeld und so weiter existieren zu lassen. Dazu, also die Piratenpartei fordert genau genommen, dass wir eine Enquete-Kommission gründen, die das genauer analysiert, wie so ein Modell aussehen könnte. Aber die Finanzierung ist ein Aspekt, der durchaus schwierig ist, gebe ich auch zu. Und der sicher, also bedingungsloses Grundeinkommen geht nicht von heute auf morgen. Braucht auch so ein bisschen Entwicklung. Und ich weiß, Politik ist manchmal wirklich sehr langsam. Ja, klar. Aber Grundeinkommen ist so ein großer Schritt, bei dem wir wirklich genau schauen sollten, was wir wie und warum Okay. tun. Wie stehst du zum Also, eher kritisch? ich achte es als sinnvoll, tatsächlich. Also natürlich müssen wir da vorsichtig sein und nachfragen, sehr viel nachfragen. Ich finde es sowieso wichtig, alles kritisch zu hinterfragen und nochmal zu durchleuchten, um dabei auf potenzielle Fehler aufmerksam zu werden. Aber ja, ich erachte es als sinnvoll. Ich meine, ich erlebe Ja. gerade sowieso das Leben als Studentin. Ich weiß nicht, so ein Grundeinkommen würde schon helfen. Ich meine, Inwiefern würde es denn helfen? ich kenne Stories vom BAföG-Amt, bei denen Menschen irgendwie zum Anfang des Semesters ihr BAföG beantragt haben. Und bis der Antrag dann durch war, waren 6 Monate vergangen und in diesen 6 Monaten mussten diese Menschen dann halt irgendwie schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen, mit ungewissem Ausgang, wie viel BAföG sie dann letztlich bekommen werden und ob sie nicht und wie genau sie überhaupt ihren finanziellen Alltag stemmen können. Also Studium Ja, das kann glaube da ich. schon sehr hart sein. Wie viele Pyramiden gibt es hier denn? Ich glaube, das ist jetzt heute schon die 9. Pyramide Und während es der gibt Aufnahme. Ich muss es jetzt gerade mal ansprechen. Sorry, es ist übertrieben. kein Problem. Ja, echt so. Also, Pyramiden in wow. City. Ich glaube, wir haben Ägypten entdeckt. Okay. Für Studenten sinnvoll. Jetzt habe ich bei der Bundestagswahl 2017 habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht, mich mit jeder noch so kleinen Partei zu beschäftigen, um eine fundierte Wahl treffen zu können. Und es gibt ja auch die Parteibündnis Grundeinkommen zum Beispiel, ne? Die ja nur dieses Thema als Ziel haben. Genau, ja. Ups, Ja. danke für den Lag, liebes Spiel. Da war zum Beispiel eine Begründung für das bedingungslose Grundeinkommen, warum das sinnvoll wäre, dass es ja momentan so ist, dass zum Beispiel Müllmann relativ wenig verdient, obwohl er relativ hart arbeitet. Das war so mit einer der Gründe. Und dann hätte man ja eine ganz andere Verhandlungsbasis, war die Begründung, da du eben sagen kannst, naja, ich kriege jetzt Ja. eh, sagen wir mal, 1000 Euro sowieso auf die Hand. Und da muss ich jetzt nicht für Mindestlohn oder sowas Müllmann spielen, sondern könnte dann halt selbstbewusster verhandeln. Siehst du das auch so oder also siehst du das positiv oder siehst du da eher eine Gefahr dahinter? Ich finde es schon durchaus positiv. Dadurch hat man eine ganz andere Verhandlungsbasis. Und wenn ein Unternehmen möchte, dass ich für dieses Unternehmen arbeite, dann sollte es auch wissen, dass ich nicht für dieses Unternehmen arbeiten muss, weil ich mich sonst nicht ernähren kann, beziehungsweise dann irgendwann im Hartz IV lande. Also das gibt halt eine gleichberechtigtere Basis in solchen Verhandlungen. Und das finde ich schon positiv. Natürlich darf es nicht so werden, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dann ja so ein bisschen die Ausrede für Unternehmen wird zu sagen, ja, wir zahlen jetzt weniger, weil du hast ja eh schon Geld. Das fände ich eher kritisch. Gerade so im Pflegebereich ist das ja, ist geringe Bezahlung ja auch ein Problem. Und deswegen glaube ich, dass ein Grundeinkommen, um über diesen Pflegebereich zu reden, eventuell noch so ein bisschen die Rechte stärken könnte, weil
Pflegekräfte werden unglaublich viel gesucht. Und wenn diese Personen einfach sagen könnten, okay, ich habe Geld, ich bekomme diese 1000 Euro pro Monat, ich muss mich nicht so sehr aufarbeiten, ich muss mich nicht so sehr kaputt machen, dann hätte das, glaube ich, da nochmal einen positiven Effekt. Also gerade in diesen Jobs, die vergleichsweise wenig Menschen machen wollen, würde es, glaube ich, schon weil die zu dann eben sagen können, einem gewissen okay, Vorteil führen. Wir wollen mehr Geld für die schwere Arbeit, die wir tun. Denkst du dann nur an die Pflege oder auch an andere Berufe, wo das dann eben auch so kommen könnte? Ich glaube, das betrifft eigentlich so ziemlich alle Berufe. Also ich meine, ich glaube, das ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man sagen kann, ich suche mir jetzt einen Job danach aus, dass ich wirklich daran Spaß habe, dass ich wirklich die Bedingungen habe, die ich möchte, und ich suche mir jetzt nicht einen Job, weil ich diesen Job haben muss, um mich zu ernähren. So. Es ist schön, dass du diese Meinung vertrittst, weil endlich kann ich mal mit jemandem drüber sprechen, der die Meinung vertritt. Weil auch beim Piratenpartei-Stammtisch waren die Leute tatsächlich eher skeptisch dem Grundeinkommen gegenüber. Und das fand ich sehr interessant. Ja, das stimmt. Also innerhalb der Piratenpartei gibt es da tatsächlich immer mal wieder Diskussionen darüber. Bisher haben sie das Programm aber in dieser Hinsicht nicht geändert. Weil einfach keine Mehrheit zur Änderung vorhanden ist. Und deswegen sieht die Mehrheit der Piratenpartei schon so, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen im Sinne von einer Enquete-Kommission in manchen Landesverbänden auch schon ja ein bisschen direkter formuliert mit tatsächlich dem Wunsch einer Einführung und nicht erst mit der Beratung, wie genau das jetzt aussieht. Also schon mit einer Beratung, wie genau das aussieht, aber bei einer Enquete-Kommission kann ja das Ergebnis durchaus sein, nein, das ist, machen wir aus den und den und den Gründen nicht. Und manche Landesverbände sind da auch so ein bisschen direkter. Also mein ehemaliger Landesverband ist der Direktor, der hat auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zur Landtagswahl Wahlkampf gemacht. Kannst also, du kurz erklären, was eine Enquete-Kommission ist? Vielleicht. Eine Enquete-Kommission ist eine beratende Kommission, die das Thema einfach so durchleuchtet und genauer untersucht im Grunde genommen. Also die macht. Das ist im Grunde eine Kommission, die sehr viel Arbeit zu diesem Thema macht. Und dadurch ist auf diesem Thema dann natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Thema Grundeinkommen finde ich sehr interessant und habe mir da auch schon sehr viel dazu angeguckt. Wie gesagt, Bundesgrundeinkommen, bei den Piraten gibt es ja auch viele Stimmen dazu und steht ja auch im Programm. Ich weiß nicht, ob der Name Richter David Precht was sagt, von dem habe ich auch viel dazu gehört. Aber eine Frage habe ich zum Grundeinkommen und die kommt mir bis jetzt niemand beantworten, beziehungsweise eine Befürchtung. Wenn dieser an sich ja positive Effekt, dass jetzt zum Beispiel der Typi, der die Amazon-Pakete ausliefern muss, dass der dann eben nicht mehr die Amazon-Pakete unbedingt ausliefern muss, weil er sagt, naja, ich kriege jetzt ein Grundeinkommen, für das Geld, das du mir bisher gezahlt hast, muss ich das nicht unbedingt mehr machen. Ja? Also entweder du zahlst mir mehr oder ich suche mir halt was anderes, was mir mehr Spaß macht. Keine Ahnung, ich wollte schon immer Musiker werden. Was weiß ich, kann ja sein. Kann das nicht dazu führen, dass dann eben auch die Amazon-Preise sich steigern werden? Dass die halt allgemein teurer werden, weil sie halt mehr Mitarbeiterkosten haben. Also dass halt die Gehälter hochgehen. Dadurch Amazon selbst teurer wird, als Beispiel jetzt. Oder halt, was weiß ich, der Dönerladen nebenan, weil der Dönerbrater-Mensch auf einmal auch mehr verdienen will. Und dass dann dadurch diese 1000 Euro Grundeinkommen, die ich habe, im Prinzip gar nichts mehr wert sind. Zumindest innerhalb von Deutschland nicht, weil die sowieso jeder hat. Was?
zwar ist das Grundeinkommen ja auch eine Überlegung in Richtung Digitalisierung, weil sehr viel Arbeit in Zukunft einfach immer mehr nicht von Menschen übernommen wird, sondern automatisiert. Also bei Amazon ist es tatsächlich so, dass